Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe diesmal so einen Lux Paperblock aus dem Action verbastelt. Ich habe versucht, ihn alle zu machen, weil meistens ist es bei mir so, wenn ich irgendwelche Reste habe, ja, liegen die in irgendeiner Schublade und bleiben dann in der Regel auch dort. Ich nehme die dann so oft nicht mehr zur Hand. Ja, ich habe alles, was übrig war, mir jetzt rausgemacht. Ich zeige euch mal kurz, was ich noch übrig habe. Also ich habe jetzt hier alles mal zusammengepackt von diesen ja, Die-Cuts oder wie auch immer man die nennt, von diesen Rausdrückbildchen ist eigentlich noch ja, eine ganze Menge übrig. Ich finde die Blöcke schön, aber es könnten von diesen Sachen vielleicht etwas weniger sein und dafür mehr Papier. Ich finde, das Papier für Karten gut reicht es auf jeden Fall aus, aber wenn man kann ja jetzt auch nicht alle Karten da damit voll klatschen, finde ich. Also, ich mache es nicht. Man kann es natürlich machen, ich mache es nicht. So, das sind noch die paar Papierreste, könnte man natürlich auch noch Karten draus machen. Aus allen, aber ich hatte dann auch irgendwie, nachdem ich nur das Papier jetzt hatte, hatte ich dann auch keine Lust mehr, das zu verwenden. Kommt vielleicht nochmal. So, das ist von diesen Vellum-Blättern übrig. Kann man natürlich auch noch für andere Projekte benutzen. Und das ist von den Stickern übrig. So, wer mir auf Instagram folgt, hat schon, habe ich schon mal ein Bild gepostet von den Gesamtwerken. Ich zeige euch jetzt mal erstmal die zwei Mini-Alben. Ich werde das Video teilen müssen. Ich habe noch, ich glaube, 11 Karten sind noch daraus entstanden. Mache ich aber in einem extra Video, weil ja, das würde sonst zu lang werden. Also wie gesagt, diese zwei Alben habe ich daraus gebastelt. Ich zeige euch erstmal das. Zu diesem hier, hoppala, zu diesem hier mache ich auch ein Tutorial. Wenn euch das interessiert, dann abonniert auf jeden Fall meinen Kanal, damit ihr das nicht verpasst. Ja, ich habe jetzt hier nochmal aus diesem, da gab es mal solche Sets mit Stoff und Knöpfen und Bändern. Das habe ich jetzt hier vorne als Cover verwendet, weil wie gesagt, ist ja eben nicht so viel Papier drin und habe den Textilkleber aus dem Action. Da muss ich sagen, bin ich leider überhaupt nicht zufrieden, weil, seht ihr das? Das hätte ich nicht gedacht, dass man das dann ja so toll hier durchsieht, wo man den Kleber aufgetragen hat. Finde ich ein bisschen schade. Deswegen habe ich hier nochmal, ja, um das Ganze ein bisschen von diesen hässlichen Flecken abzulenken, einfach hier nochmal einen Die-Cut verwendet. Das ist auch aus dem Block. Wie gesagt, ich habe fast nur Dinge aus dem Block verwendet, außer hier diesen Cardstock, der ist von Stampin' Up. Und noch ein paar einfarbige Papiere, weil mir das sonst zu wenig war. So sieht das gute Stück aus. Hier an den Seiten habe ich nur noch ein paar Sticker benutzt. Hinten habe ich hier diese coole Eule. Die musste ich verwenden, weil irgendwie macht die mir Angst. So wie die guckt. Ja, okay. Also irgendwie ein bisschen gruselig. Dann habe ich, ich hole euch mal ein Stück näher ran. Habe ich ja auch von diesen Die-Cuts einige verwendet. Hier habe ich auch wieder ein einfarbiges Papier genommen und habe das einfach mit so einer Embossing-Schablone vom Action, da gab es mal mit so Holzmuster, embossed. Das mache ich eigentlich sehr gerne, wenn ich zu wenig Papier zur Verfügung habe, suche ich mir einfach ein passendes einfarbiges oder präge das Papier dann. Ja, finde ich eine ganz gute Lösung. Hier habe ich eine kleine Tasche. Das habe ich dann einfach hier als Kamera was draufschreiben. Wie so eine Art Tag. Ja, das geht dann so auf. So wieder ein Stückchen raus. Und das Ganze geht dann so auszuziehen.
Hier habe ich jetzt auch einfach die Pilze nur, ja, nur hier an der Seite angeklebt, das als Tag. Und dann habe ich einfach, ja, die Seiten habe ich jetzt nicht so sehr verziert, weil es sollen ja noch Fotos hin und kann man sich dann noch selber verzieren, wenn man das möchte. Die Seiten sind ja jetzt auch nicht so riesengroß. Also da passt ein Foto drauf und so eine kleine Verzierung. Und dann noch ja, nach der anderen Seite. Hier den Spruch finde ich so schön. Hier habe ich so ein Brett aufgeklebt. Und ja, dass das halt aussieht wie angeschraubt an der Holzwand. Ja, hier wieder Sticker. Ja, wie gesagt, also großartig verziert habe ich es nicht. Ich habe mir hier so Fotomatten gemacht, damit ich immer weiß, was für Bilder reinpassen. Also man könnte hier 7x10 oder 10x10 geht auch. Man kann es ja jetzt schon inzwischen in allen Größen ausdrucken, so wie man es haben will. Genau, also die passen auf jeden Fall. Dann gibt es hier noch hier diese. Könnte man auch verwenden. Ja, das ist dieses. Hier hinten habe ich auch noch mal eine Tasche, da ist uns das schon entgegengekommen. Eine Tasche gemacht. Hier habe ich auch einfach so ein Die-Cut verwendet als ein Block und hinten noch so ein Spitzen Deckchen dran geklebt. Ja. Man könnte das auch so blättern, wenn man möchte. Also das ist einmal dieses Album geworden. Ist hier mit Magnetverschluss zu schließen. Einmal dieses. Und dann habe ich hier nochmal Kraftpapier verwendet. Wieder aus dem Stoffset das restliche Band. Hier vorne habe ich hier so ein Shaker-Fenster gemacht. Da haben wir dann auch hier so ein Tag zum Rausziehen. Kann man jetzt entweder ein Foto draufkleben oder man lässt es so. Das ist auch, wie gesagt, alles aus dem Block. Hier hatte ich auch noch so einen selbstklebenden Stoff. Der war auch mal vom Action. Ja, und hier hinten habe ich wieder genau wie in dem anderen Album einfach diese Embossing, den Embossing-Folder genommen, das Papier geprägt und aufgeklebt. Hier sind noch so ein paar kleine Anhängerchen dran an dem Papier, an dem Band. Die waren. Bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube auch aus dem Action. So geht das Ganze dann auf. Ja, hier auch wieder Fotomatten. Könnte man zur Not diese 7x10 verwenden. Oder man schneidet sich die Bilder halt so zurecht, wie man sie braucht. Das ist ja meistens auch kein Problem. So würde das dann aussehen. Oder man benutzt es zum Schreiben. Das ist diese Seite. Hier habe ich wieder einen Magnet. Den habe ich hier drunter versteckt. Und dann auf der Seite. Und hier ist einfach nur so ein Wasserfall. Also hier habe ich immer ein weißes Blatt. Und vorne immer das, was ich noch übrig hatte an Designpapier. Ja, hier habe ich auch immer nur mal einen Sticker aufgeklebt. Ja, hier der kleine Fuchs, den fand ich auch so niedlich. Ja, das war dann dieses Album. Ich werde, wie gesagt, noch mal ein Video hochladen mit den Karten, die ich aus dem Set noch basteln konnte. Und ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, welches euch besser gefällt. Ich bedanke mich fürs Zusehen, hoffe, euch haben die beiden Mini-Alben gefallen und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!